Solche Plakate waren an mehreren Stellen Warschaus schon vor dem Besuch zu sehen. Deutsche Politiker und der Botschafter zusammen mit Naziführern verbunden mit der Frage, wann werden Reparationen gezahlt? Leichte Themen gab es wohl wenige beim Treffen der deutschen Außenministerin mit ihrem Amtskollegen Rau zu besprechen. Der polnische Außenminister nahm sich gleich zu Beginn der Pressekonferenz fast 20 Minuten Zeit für offene Worte aus polnischer Sicht an seine jüngere Kollegin. Mit Blick auf die deutsche Geschichte bekam Annalena Baerbock zu hören, dass im Krieg geraubte polnische Kulturgüter bis heute nicht zurückgegeben seien. Wir erwarten von der deutschen Regierung die Bereitschaft, sich dieser Verantwortung zu stellen, auch in Form von Gesprächen über Rekompensationen und Wiedergutmachung. Annalena Baerbock wiederum setzte ihre Akzente bei den Gesprächen über polnische Rechtsstaatlichkeit und fehlende humanitäre Hilfe an der Grenze zu Belarus. Eine Krise, ausgelöst durch Machthaber Lukaschenko. Wir haben darüber intensiv gesprochen, wie wir jetzt sicherstellen können, dass diese Menschen, die zum Opfer dieses zynischen Spiels geworden sind, Hilfe bekommen können. Einig war man sich wohl beim Blick auf die Ukraine-Krise und die Bedrohung durch Russland. Polen fordert erneut den Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2. Polen wird immer die Schließung dieses für Europa schädlichen Projekts fordern. In dieser Sache wird sich unsere Politik nicht ändern. Im Vordergrund des ersten Besuchs der deutschen Außenministerin stand trotzdem die enge Beziehung zwischen Polen und Deutschland. Ich bin deswegen vor allen Dingen hier, um auf diese Freundschaft aufzubauen, in der Ehrlichkeit ein offenes Wort immer im Mittelpunkt steht und stehen muss. Diese Freundschaft sei nicht selbstverständlich angesichts der unermesslichen polnischen Opfer während des Zweiten Weltkriegs. Gang zur Kranzniederlegung am Denkmal des unbekannten Soldaten. Geschichte und Gegenwart sind im deutsch-polnischen Verhältnis immer präsent.